Hallo Leute, alles klar? Seid ihr wieder fit? Ich habe gestern Abend ja oder heute Nacht haben wir eine richtige Marathon-Session gemacht mal wieder. Also war schon geil. Das Mafia haben wir halt vorgezogen. Das war ja eigentlich für heute Abend geplant. Heute Abend kommt dann stattdessen, dann machen wir Mafia 2. Also fängt das Mafia 2 an. Und die, wo das vielleicht noch sehen wollten, das erste Mafia fertig, wo den Anfang gesehen haben letzte Woche und jetzt den Rest sehen wollten, die können das Spiel angucken. Wir haben das ja gestreamt, das ist ja aufgenommen worden, aber Achtung, das ist fast 6 Stunden. Also das ist richtig dicke, lange Stream war das, ne? Ja, und jetzt probieren wir mal hier warum. Es geht nochmal wegen Einstellungen. Ich hatte letztes Mal, war das sehr laut, also diese Motor war brutal laut. Und das ging ja gar nicht. Ich habe gar nicht verstanden. Ich weiß also nicht, so wichtig. Ich finde Motorensound auch besser als mein Gelaber, aber es ist halt schon, es muss halt anders eingestellt werden. Das ist halt einfach so. Und dem her macht man das richtig oder gar nicht. Muss ich die Spiellautstärke der Audio ein bisschen runternehmen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ja, ich habe jetzt hier noch einen zweiten Kopfhörer drin und das ist der vom iPad. Und da kann ich dann hören, wie es live quasi klingt. Und ob meine Stimme lauter ist als dieses Ding da. So, das testen wir gleich mal. Testen wir gleich mal was Lauteres. Sehen. Also meine Mikrofonlautstärke sollte noch einiges lauter sein als der Motor und dann passt es von der Einstellung. Gucken wir mal. Oh, ich habe gar nicht viel geschlafen. Hä? Deswegen bin ich auch die ganze Zeit so am Sack. Den Tag auch immer so gähnig. Ganz letzte Zeit wenig gepennt eigentlich. Ja, und die Carmen hat eben vorher angerufen, die muss ja wieder bis um 4, 5 arbeiten. Halbtagsjob allerdings ist das, gell? Nennt sich das zumindest. Naja, auch nervig. Weil die macht normalerweise Mittagsessen. Das ist bei uns halt so. Konservativ, traditionell. Die Frau steht in der Küche. Sie wollte es, nicht ich. Aber jetzt habe ich nichts zu futtern. Jetzt weiß ich nicht, was ich essen soll. Manchmal mache ich dann so, dass ich einfach mein Abendessen vorziehe und dann abends mein Mittagessen esse. Geht auch noch.
Brutal. Ey, das Ding ist so laut, da versteht man nichts mehr. Nicht mal sein eigenes Wort versteht man da mehr. Wahnsinn. Also auf 70. Leute, Leute, das Ding, das pfeift, ey. Das war aber wirklich an der Strecke genauso. Die Dinger waren so abartig laut und ich finde ja Motorensound richtig geil und auch laut Motorensound finde ich voll geil. Aber hey, da tust du wirklich selber freiwillig, tust du da deine Ohrenstöpsel rein nach 10 Minuten oder 20 Minuten, weil du so einen Schädel kriegst. Ja, aber da ist eine leichte nonstop Gänsehaut. Und die ganzen Geräusche, da hörst du nicht bloß Motor, du hörst auch das Getriebe und alles. Und die Gänge reinknallt und so, das ist Wahnsinn, da müssen so viele Kräfte wirken da drin, das ist einfach nur Ingenieurskunst vom Feinsten, gell. Ding ist so pervers laut. Brutal, Junge. Oh, wie laut es ist. Geht immer noch nicht, ich muss immer noch ein bisschen zurückstellen. Aber es geht halt nur so, das ist halt das Problem. Wie soll ich das so rauskriegen? Guck mal, wie schön das Auto ist. Ey. Ich weiß nicht, ob er auch in der Ära war, wo ein Schumacher gefahren ist, zum Teil bestimmt. Und ich finde, da war noch richtig Party und Spannung. Schönes Auto, verdammt. Ach ja, Leute. Da macht man was mit, bis man in Rente kommt. Also in die richtige Rente. So, jetzt habe ich auf 60 zurückgesetzt. Jetzt habe ich auf fucking 60 zurückgesetzt, ey. Mal gespannt, ob es da jetzt besser ist. Oh, der ist genau der richtige Wagen. Wenn man bei dem noch was hört, dann hörst du bei allen was. Das Einstellen ist bei dem ein bisschen kompliziert, aber bei dem Spiel. Brutal, das Ding, das schreit. Hey. Trompetet.
einstellen, ja. Also nicht das Lautstärke, sondern eher das Setup. Jedes Ding ist halt anders zum Einstellen und das ist halt echt ein bisschen Kack, finde ich. Alle anders irgendwie. Sturz und alles. Was ist das? Hier. Die Aufhebung. Okay. Slick. Slick, safe, soft. Okay. Druck, dann ist hier der Druck auf PSI. Was ist PSI? Das ist so eine blöde Faktor, weiß der Geier, ey. Keine Ahnung. Der Radsturz 3, der ist eigentlich okay. Die Spur. Steht da nur eine Zahl, muss man auf der anderen Seite wieder gucken, was das dann bedeutet. Spur ist Minus. Vorne. Hinten ist es. Wenn du jetzt den falschen Knopf drückst, dann ist der Mist, dann kannst du alles nochmal machen. Dann kannst du alles nochmal einstellen, was dann weg ist, wenn du vorher gelöscht hast. Das ist ein Blödsinn. So. Okay. Das Ding ist scheiße. Junge, Junge, jetzt gucken wir uns mal die Schönheit nochmal an hier. Einfach allein das Ding fahren zu sehen, ist schon einfach geil. Ich liebe dieses Auto wirklich. Und ich bin so froh, dass ich den Karren live erleben durfte. Ey, ich habe lauter Kabel gedöhnt, ich krieg die Krise. Oh, Moment, ich muss mal meine Pfeife.
So, Rodele. Wieso fährt er noch nicht? Muss zum Beispiel längst losfahren, oder? Ah ne, stimmt, weil der tut ja alle Runden aufnehmen. Ich bin so froh. Ich bin so blöd bei dem. Guck mal an, ey. Der kleine Schumacher ist auch mit ihm gefahren vor kurzem, gell? Der Sohn von ihr. Schon krass. Das fehlt mir bei der aktuellen Formel 1 halt einfach. Dieser brachiale Sound. Die Autos sind ganz okay, die gefallen mir eigentlich zum Teil sogar ganz gut. Die sind wieder schöner geworden, die sahen zeitlang auch wirklich grauslich aus, finde ich. Aber jetzt sind sie wirklich wieder hübsch geworden und da kann man was mit anfangen. Ich erinnere mich 2009, da war es so wie so ein Schneeschipper, es sah das aus vorne. Das war echt krass. Wie so mega Schneeschaufel. Sah das Ding an aus. Und ja, Braun GP war das, genau. Und die sind dann nachher Mercedes geworden. Die waren aber so überlegen, dass die gleich im ersten Jahr, im einzigen Jahr, wo die Bestand hatten, gleich Weltmeister geworden sind. Ja, die sind dann, der Ross Braun hat es gehabt, und die hat sich dann mal mit Mercedes-Motor gefahren. Runterschrauben, wie ich will, das Ding wird irgendwie nicht leiser. Ey. Ich finde es auch voll schade, dass Deutschland wieder kein Formel 1 Grand Prix ist. Nächstes Jahr auch nicht. Das Problem haben wir wahrscheinlich bei Formel 1 2021 nicht mehr. Nur die finanzkräftigen Länder kriegen die Grand Prix. Oh, schon wieder an der Stelle, Kotz an Baum, hey. Auf 1,30 rum, das ist schon eine krasse Zeit. Das ist ein relativ langer Kurs. Irgendwie liegt der da nicht so, wie ich möchte. Nein, der läuft echt wie auf Schienen. Und die Spur richtig passt. Nee.
Jetzt bin ich, glaube ich, schon bei 50 oder so der Lautstärke, also die Hälfte schon runtergefahren. Jetzt bin ich immer noch so laut. Ich bin hoch in der Bühne. Der ist nicht ganz so pingelig wie Roadcheck Cars mit den Track Limits, aber doch auch etwas nervig. Keine einzige gezeigte Runde geschafft. Echt ätzend. Und extra langsam da durchfahren. Und wieder durchfliegen. So, aber jetzt mal gepasst. Hey, jetzt muss ich zum Wiederholen, musst du im Prinzip ganz vorgehen, dass du dann in deine letzte Runde siehst, musst du ganz vorgehen, dann eineinhalb Minuten zurück ungefähr, und dann hast du eine aktuelle. Das ist voll dumm, vor allem wenn du eine Stunde fährst oder so, das ist ja schon heftig, gell? Finish den Kurs, die finish ja die Runde gar nicht mehr, wenn du mal wirklich speziell nach einer suchst. So. Junge, 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 du, das ist echt heftig, ey, dass das so extrem runter muss. Und dass es so fein abgestuft ist. Jetzt bin ich auf 50 mit der Master Volume. Jetzt gehen wir auf 40. Und dann müsste es aber auf jeden Fall passen. So, jetzt gehen wir mal auf ein... Gegnerstufe. Keine Ahnung. Ey. Gleiche Klasse. Mal ein bisschen fahren zum Baum werden. Und mal schauen, was da noch so geht. Die Einstellerei, die tut immer so viel Zeit fressen, gell? Das ist echt heftig, Leute. Aber sollten wir mal sehen. Ja, vielen Dank noch für die Leute, wo heute Nacht auch so lange mit mir ausgeharrt haben. Es war echt cool. Bis um
weiß gar nicht, wie lange wir wach waren. Aber bestimmt bis um 3 oder so. Von 9. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ja. 6 Stunden knapp. Wahnsinn. Doch, 3 kommt hin. Ich wollte ja bloß 2 Stunden machen, das Spiel. Jetzt haben wir es komplett durchgespielt. Jetzt heute Abend wäre das ja eigentlich im normalen Plan drin gewesen. Das Mafia. Aber jetzt ist es ja fertig. Deswegen habe ich jetzt gedacht, machen wir Level Mafia 2 weiter, einmal die Woche. Es lohnt sich mindestens genauso. Ich finde es sogar noch besser. Publikum. Will man ja auch nicht, aber manche machen es doch. Die gewinnen immer. Schön rum, so im Hintern hier. Hinten drauf, ey. Sonst hätte ich es geschafft mit dem Bremsen. Ist jetzt gelangt mit dem Bremsen. So eine Sacknaht. Nur Traktionskontrolle an- und ausmachen. Okay, nicht die Stufung. Das geht dann alle. Ich schalte immer aus Versehen dann ab. Ich drücke oft auf diese L-Taste, weil die normalerweise im Rückspiegel ist. Thank you.
Nach gleicher Klasse. Und ich kann von mehr rauchen. Ich komme gar nicht an. Genau gleich wie gerade eben. Der Bremspunkt. Wenn er nicht an der hinten rein ditcht, dann reicht es nicht. Die Max ziehen schon gut ab. Beide. Der eine, das sieht gut aus, eigentlich da hinten drin. Der vordere, ich glaube, der war aussieht wie so eine Heuschrecke oder so von hinten. Junge, da quietscht es ja in den Kreuz. Aus den Radkästen raus. Jetzt hängt da ein Porsche fest. Schon mal gut. Der Jäger. Ah, ist der R, der 911R. Der ist so geil. Aber nicht, wenn er vor der Nase rumfährt. Natürlich nicht. Was sieht das denn der so? Ja, das ist der genau. Der hat jetzt so einen schwarzen Streifen lackiert oder so, das sieht nicht so schlimm aus. Aber der, wo mehr Kontrast hat in der Farbe, das sieht man dann was. Das ist wie so eine Heuschrecke, sieht er von hinten aus. Eine Wespe. Da gefällt mir überhaupt nicht vom Design. Die McLaren da. Die sollen lieber bei ihren Mopeds bleiben, die sind geil. Vor allem die Zweitakt-Cross. Die finde ich Hammer. Das ist ein GTR. Sind auch geil. Vor allem aber optisch auch nicht so besonders. Und von hinten geht's, finde ich, aber von vorne sehen die ein bisschen komisch aus. Also da bist du schon schöner gebaut. So schnell halt, das ist echt krass. Die wiegen halt nur. Was ist da vorne? Das ist ein Ruf oder was?
Ganz geile Autos, finde ich. Aber den einen, wo sie da gebaut haben, den CTR, den finde ich, das ist ein furchtbares Auto. Da muss sie da einen Porsche zerschnitten haben. Und glaube noch sogar noch Carrera GT, glaube sogar noch zerschnitten. Also, ich weiß nicht. Und aus zwei verschiedenen Autos zusammengeschweißt. Finde ich echt übel. Den gibt es, glaube ich, sogar in dem Spiel. Und ansonsten die aufgemotzten normalen, die finde ich geil. Wobei mir immer Serie lieber ist. Die behalten so am meisten Wert, glaube ich. Ist wahrscheinlich so wie bei allem. Qualität ist da wichtiger. Ich bin eh so ein Porsche-Fanboy. Absolut. Aber ist halt meine Heimatstadt. Da bin ich geboren. Stuttgart. Vertraut ist, dann verbindet es. Lokalpatriotismus oder so nennt sich das. Aber Mercedes finde ich inzwischen geil. Früher war es nicht so meins. Früher habe ich mir immer lieber mit dem BMW geholt. Aber jetzt inzwischen sieht es anders aus. Wenn die nicht mehr so altbacken sind, kann man das ganz schön durchgehen lassen jetzt. Sitzt, oder? Ja, den vierten Platz, hey, mir war es nicht rauszuholen. Ich weiß natürlich jetzt, vielleicht den einen Scheiß Fehler nicht gemacht hätte. Was ist das da? Ach, die muss man jetzt hier warten, bis die alle durchs Ziel sind, oder wie? Boah, guck mal, der Hermann. Ein Lotus. 204. Ich habe eine 22. Ah, leck mich am Arschle. Haben die gewartet auf mich, ey. Warum zeigt sie das nicht von Anfang? Oder machen sie das? Ah, da war ja allerdings Straßenreifen drauf, sehe ich gerade. Profil. Wie die Motorsounds machen, würde mich auch mal interessieren. Ja, die sind schon ganz gut gemacht. Mit Zwischengas und so. Ich weiß noch, kein Turismo früher, das war ja echt Katastrophe, die haben ja alle gleich angekürzt.
da glühen die Räder, die Bremsen. Meine. Komisch, dass sie das nicht. Ah. Ups, komplett wiederholen. Das war ja jetzt ein Rennen. Gibt dem her. Was gibt's denn da? Online. Deutsche Power. Drift. Magione. Die kommt mir immer so ein bisschen wie eine bessere Go-Kart-Bahn vor, die Strecke da. Semi-Slicks. Ja. Mehr wird es wahrscheinlich nicht erlaubt sein. Für das Ding. Nee, hat nur die zwei ausgewählt. Mehr ist da nicht drin. Schöne wackelige Schüssel. Wie man den Porsche gerade vergleicht. Also gut, hört er sich nicht an von innen.
driving experience. Aha. Schöner M. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ich dachte, da muss ich jetzt gegen solche antreten. Irgendwie Hunger, ey. Ich war schon die ganze Schachtel Toffifees gefuttert, ey. Ah, Scheiße.
immer. Sehr hakelig, nicht so schön mit dem zu driften. Und das ist eine blöde Challenge da. Das ist ja eigentlich gar keine Challenge. Ich weiß nicht, was das soll. Da. Schnelle Runde. Schnelle Runde. Trifft. Zeit fahren. Schnelle Runde. Zeit fahren. Schnelles Rennen. Track Day. Notschleife. Auto, ich weiß nicht, wie der ist. Vielleicht ist er gut, weiß man nicht so recht. Ich habe das glaube ich noch nie gemacht. Ach ja, Leute. Bin halt immer noch irgendwie am Arsch. Nach der Jahr vor den toten Punkt auf einmal. Und dann ging es wieder irgendwann. Krass, gell? Das ist echt so voll gesudelt, gell? Das habt ihr schon mal gesehen. Aber bei den anderen Strecken ist es nicht so krass dargestellt. Hier ist es krasser dargestellt. Wenn sie einfach diese Texte und den ganzen Geschreibsel da mit ins Spiel übernommen hätten, 1:1. Junge, Junge, oh, was für ein Flügel er hat. Notschleife lädt nicht gerade zu überholen ein. Du fährst falsche Richtung, da muss ich noch mal machen. Uiuiuiuiui. Oh, die Bremse ein bisschen anders. Der da hinten gar nicht gebremst gerade.
zieht extrem lang, in der Bremsstelle. Naja, egal. Deswegen fahre ich auch meistens diese, wie ich immer wieder sage, diese Trainingsrunden. Weil jedes Auto ist halt anders und man muss sich da ein bisschen angewöhnen. Und wenn solche Dinger hängen, gibt es auch nicht auf der Strecke. Wo du so reden kannst. Hello, jetzt habe ich rausgeschmissen da vorne. Das Gelbe ist. Ah ja, da hängt einer. Zwei, ja. Gello. Wie Rudolf immer sagt. So ein riesen Flügel drauf und den kann abdrehen. Und die Lenkung vorne ist so direkt. So direkt, dass dein Heck ausbricht, wenn du vorne einlenkst. Dann reißt dich förmlich um die Kurve rum. Das ist echt ein Unding, das Ding hier. Kein Bock zu fahren. So eine schwere Strecke musst du echt mit einem Auto fahren, wo du liegt. Oder du hast es schon richtig getestet, aber das brauchst du einige Tests. Nee, das kann man jetzt nicht machen. Das macht ja nichts. Geil. BMW war, glaube ich, auch so ein Blau drin. Ja, genau. Mehrere. Wie war es denn? Ich glaube, der. Red Bull. Mm-hmm.
Silverstone, Vallelunga. Das ist die Karlsstrecke da. Sandford. Ach ja, meine Lieben. Ich freue mich auf jeden Fall auf abends. Auf Mafia. Ich habe das ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe das auf Steam. Und da hat man. Da hatte ich das vorherige auch schon drauf, das alte. Und durch das, dass ich es vorher schon hatte, haben die mir bei Steam jetzt das aktuelle runterladen lassen. Gratis. Fand ich ganz nett. Von den Leuten. Aber es ist im Prinzip eh dasselbe. Schau, auch viel anders ist da nicht. So schön gerade noch gelegen, dann wieder aufgeschaltet. Der Strecke waren früher auch Formel 1 Rennen. Das ist da irgendwo in den Dünen in Holland. Nordsee, Ostsee. Also, nee, Ostsee nicht natürlich, Atlantik. Junger Vater. Ich war der erste Mensch heute.
Genau, wenn ich die andere Ansicht habe. Da dreht er mir auch ein. Weil du aus Gras kommst, bisschen. Aber ist ein schönes Auto auf jeden Fall. Naja. Jetzt machen wir eh Schluss, machen eine Pause, muss noch mit der Kleinen raus und dann nachher werden wir uns noch mal sehen und dann geht's los heute Abend mit Mafia. Ich hoffe, ihr seid vielleicht dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr gerade frei habt oder arbeiten müsst. Oder ich glaube um 9 oder so. Ich glaube, dass es um 9 herum anfängt. Ich bin ja nichts auf dem Schirm, ich bin so vergesslich, ey. Ist echt schlimm. Ich glaube mal Klosterfrau Melissengeist, da werben sie doch immer gegen so Gehirnzellen, Schwund. Jetzt muss ich, weil es wichtig, dass ich das hier einstelle mit den Tönen, dass das besser mit dem Ton rauskommt. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, vor ein paar Tagen, da war das Katastrophe. Dann wollte ich mich noch vors eBay setzen nachher, noch ein paar Spiele bestellen. Ja, mal gucken. Und Platz schaffen muss ich auch auf der PlayStation noch. Das Mafia löschen und so von gestern noch. Ist ja fertig. Oh ja. Ja, meine Lieben, dann machen wir das jetzt. Und ich danke euch trotzdem schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, wir sehen uns später nochmal. Ich mache mich frisch soweit. Ich bin auch total im Arsch noch. Irgendwie, ich weiß nicht. Nach dem Gassi war ich ein bisschen fitter, jetzt bin ich wieder müde. Unkonzentriert, müde. Naja, so ist es halt. Dankeschön, gell, Leute. Und bis bald. Tschüssle. Voll am Sack, hey. Voll am Sack.